auf der Rethink IT 2017 in Berlin. Bei mir begrüße ich ganz herzlich Herrn Stefan Domsch von der TÜV Süd AG und ich möchte Sie bitten, dass Sie sich selbst kurz einmal vorstellen. Ja, hallo, Stefan Domsch. Ich bin seit einem Jahr jetzt CIO beim TÜV Süd, da eben verantwortlich für die globale IT. Ursprünglich komme ich aus der Beratung, war aber auch in der Industrie, habe bei BMW mehrere Jahre auch in der IT gearbeitet und jetzt eben beim TÜV Süd. Welchen Stellenwert hat die IT bei einer Prüforganisation wie die TÜV Süd? Natürlich einen relativ hohen, denn wir haben keine Produkte, die wir produzieren, sondern wir haben Menschen, die arbeiten, die natürlich durch Technologie oder IT unterstützt werden müssen. Von daher ist das natürlich ein großer Erfolgsfaktor und ein wichtiger Punkt, IT zu haben bei uns. Sie sind nun seit einem Jahr CIO bei der TÜV Süd. Welchen neuen Herausforderungen mussten Sie sich stellen? Zum einen mal ist der TÜV Süd ein Unternehmen, das es schon relativ lange gibt, 150 Jahre. Und damit auch ein Unternehmen, das natürlich aus der Tradition lebt. Jetzt ist allerdings die IT stark im Wandel inbegriffen. Technologie verändert sich sehr stark, die Kurve ist da. Und da muss der TÜV Süd auch neue Wege gehen, genauso in der IT. Das heißt, Vergangenes sicherlich nicht wegnehmen, aber neue Innovationen zu bringen. Und das ist eigentlich so die Hauptaufgabe, jetzt die IT so vorzubereiten, dass eben das auch mit Technologie funktionieren kann. Wie stark ist die IT von der Digitalisierung der Geschäftsprozesse in Ihrem Unternehmen geprägt? Stark, aber eben sicherlich noch nicht so aufgestellt, wie wir aufgestellt sein müssten. In der Vergangenheit war die IT sicherlich als Dienstleister eher Umsetzer für das, was eben das Business gefordert hat und weniger als Ideengeber. Und genau das ist jetzt die Veränderung, eben auch als Ideengeber durch Technologie überhaupt auftreten zu können und dort eben auch neue Wege zu beschreiten, an die das Business vielleicht in der Vergangenheit gar nicht gedacht hat und da jetzt eben Technologie in Zukunft auch neue Wege und Möglichkeiten gibt. Und können Sie jetzt schon sagen oder abschätzen, wie die digitale Zukunft bei TÜV Süd aussieht? Sie wird wesentlich stärker auch in der Interaktion mit unseren Kunden gehen, wo die IT vielleicht in der Vergangenheit stärker nach innen geprägt war als Medium, als Tool, wird sie natürlich auch im Sinne der Customer Experience nach draußen gehen und dort wir eben dann auch versuchen wollen, unsere Kunden stärker auch da an das Unternehmen zu binden und dort auch Möglichkeiten der Digitalisierung nach außen zu bringen und eben nicht nur nach innen. Herr Domsch, Sie werden dann gleich noch einen Workshop zum Thema globale Steuerung von IT präsentieren. Dabei geht es vor allen Dingen um die Herausforderungen bei der Umsetzung einheitlicher Governance-Strukturen und auch Prozesse. Meine erste Frage dazu: Wie kann die Überführung der klassischen IT in eine digitale IT-Strategie aussehen? Das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil dazu muss das Business mitgenommen werden. Die klassische IT-Strategie war sicherlich nach innen gerichtet. Wie optimiere ich die IT? Wie baue ich die am optimalsten auf? Und die Zukunft sieht dann eher aus, wie kann ich das zusammen mit dem Business machen, damit eben die Dinge, die auch in einem Business wichtig sind, dahin gebracht werden. Und das wird sicherlich ein starker Wandel sein. Das heißt, in Zukunft wird die IT-Strategie nicht mehr in IT alleine passieren, sondern zusammen mit dem Business eben in eine Business- oder in eine Digitalstrategie zusammengeführt werden. In Ihrem Workshop geht es dann auch um Prozesse. Wie kann eine organisatorische und prozessuale Vereinheitlichung erreicht werden, ohne dabei Innovation zu verlieren? Das ist natürlich eine Gratwanderung, auf die wir uns begeben, rauszufinden, eben wo kann man was zulassen, um eben die Geschwindigkeit hochzuhalten, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Standardisierung zu halten. Und das ist ein schwieriger Punkt, das ist eine Gratwanderung, die müssen wir hinbekommen. Und da kann einem eigentlich Technologie ein Stückchen weit helfen, denn Technologie ist wesentlich flexibler als in der Vergangenheit. Wenn man sich überlegt, auf dem Mainframe konnte man ganze Dinge nicht mehr so flexibel halten wie jetzt eben in neuen Architekturen. Und da denken wir schon, dass auch die Technologie da eben einen Teil mitwirkt, um eben das Ganze zu vereinheitlichen und zusammenzubringen. Gibt es noch weitere Fragestellungen, die Sie mit den Teilnehmern in Ihrem Workshop diskutieren möchten? Eine der Fragestellungen, die natürlich auch für den TÜV Süd, ein deutsches Unternehmen, was eben mit einer großen Tradition da ist, wenn das international wird, dann entstehen natürlich auch im internationalen Umfang relativ viele IT-Funktionen. Und die Frage wird sein, wie kann man diese vereinheitlichen, wie kann man die zusammenbringen und wie kann man es eben auch schaffen, über Grenzen hinweg mit unterschiedlichen Kulturen, auch mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit, was Digitalisierung angeht, dann eben zu einer IT zusammenwachsen. Wir nennen das One IT, die wir eben gemeinsam gestalten wollen und das eben international. Und das werden wir versuchen zu schaffen. Herr Domsch, ich danke Ihnen für die spannenden Einblicke und wünsche Ihnen einen guten und erfolgreichen Workshop dann. Vielen Dank. Vielen Dank.